Fünf Jahre festgearbeitet, wir noch konnten hier, ja. Im Kulturzentrum, wie so, wie Hausmeister und so. Hilfe so. Das ist gleich ein Kulturzentrum. Forum, im Forum. Ja, wir sind Deutsche, wir haben im deutschen Dorf gewohnt. Sind keine Russen gewesen, nur russische Schule. Wir mussten Russisch lernen in der Schule. Aber Deutsch, zu Hause haben wir alles Deutsch gesprochen. Meine Oma war 96 Jahre geworden und sie konnte nicht Russisch. Nur auf Deutsch? Nur auf Deutsch. Nur, wir haben so keine, wie soll man sagen, mit Dialekt gesprochen, nicht so wie hier in Berlin. Aber unsere Eltern sind dort geboren in dem Dorf, sind auch dort gestorben, sie liegen dort auf dem Friedhof. Die Kinder waren schon vor uns hier. Erst waren die Kinder hier, dann sind wir her. Wir wollten nicht her, weil sie ist die ältesten Leute, nur, wie sagt man dir, die Leute, wenn sie schon älter sind, ziehen nicht so gern hinher. Aber der Sohn war hierher gemacht, die Tochter auch. Und was war uns noch geblieben? Die Kinder muss man nach. Jetzt ist er krank, jetzt sind wir froh, dass die Kinder doch bei uns sind. Unsere Enkelkinder kennen nicht mehr Russisch. Überhaupt nicht. Russisch. Sie waren hierher gekommen, waren 5 Jahre und 8 Jahre und sie haben es verlernt schon Russisch. Kennen nicht mehr Russisch. Aber die Eltern sind nicht dagegen. Ich kann es auch glauben, deine Leute hier. Sie sagen immer, naja, sie sind alle hierher gekommen und sie essen unser Brot und wir kriegen wenig Geld. Das glaube ich auch, das ist auch so. Das glaube ich auch ihnen. Aber wir sind aber auch nicht schuld. Sie haben die Grenze aufgemacht. Wir konnten nicht herfahren ohne Einladung. Wir haben die Einladung bekommen erst. Dann waren wir gekommen. Ohne Einladung hatten wir nicht hierher gekommen. Ja, wir sprechen Deutsch. Ich kann mit jedem Mensch sprechen, aber sie gucken immer so, schauen immer nach uns zu. Wenn wir ihr Brot nehmen, der lasst uns immer so. Aber ich denke doch nicht so. Wir sind doch in die Heimat gekommen. Unsere Eltern, die haben doch immer, haben doch immer gesagt, dass wir unsere Heimat haben. Ja, die sagen manchmal noch anstrengend, ach, russische Schweine, haben sie gesagt. Und dort sind wir die Faschisten gewesen, und hier sind wir die russischen Schweine. Und so müssen wir leiden, solange wir auch hier leben, solange wir leben müssen. Aber nicht alle, die Leute sind nicht alle, dass sie also sagen um uns. Nicht. Sie sind auch gute Leute. Auch von uns sind gute und auch schlechte und auch hier sind sie so. Das ist überall so, denke ich so. Viele Leute sind auch gute bei uns.